Ey, was tun hier schon wie auf meiner Terrasse? Ich dachte, das ist Wasser. Wo ist Wasser? Was für ein Wasser? Ja, ich dachte. Bist du verrückt? Ach so, das war bloß für das. Ach so, spinnst du wohl? Ich dachte, na denn nicht. So, was ist jetzt hier auf meiner Terrasse? Was haben wir denn jetzt hier? Nein, ich wollte Bier trinken. Bier trinken? Natürlich. Was denkst du denn? Mann, Alter. Wisst ihr, wie man hier hinkommt? So, in der letzten Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Enrico Jens. Fernes Grüner, Landbier. War in der letzten Folge aktuell getestet. Richtig krasse Folge, richtig krass. Unbedingt angucken. Guckt euch das mal an. Aber jetzt testen wir. Noch viel krasser. Das Vielanker Pilsener. Ja, Alter, richtig krass. Mit dem gehörnten Stiel mit der Zunge raus. Handgemacht. Ungefiltert. Mhm. Ja, wir schauen uns das mal an. Vielanker steht für norddeutsche Ehrlichkeit und echte Handarbeit. Unser hausgebrautes Bier wird nach eigener Rezeptur mit frischem Vielanker-Quellwasser hergestellt. Ungefiltert und vegan. Also Prost. Gut. Vegan. Platz 1 in Vielank. Zutaten, Quellwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Brauhefe. 4,8%. Noch aktuell. Somit trinkbar. Ja, naja. Prognose? Ja. Ich dachte erst mal hier gucken. Erstmal Prognose. Ach so. Tut mich da ein bisschen schwer. Bronze. Gut, auspacken oder wegpacken. Wie sieht die Pulle aus? Ja, zwei Punkte. Also die Pulle, die finde ich natürlich cool mit dem Plocken und so, mit dem wiederverschließbaren Mechanismus. Vor allem im Sommer ist das top. Auch wegen die Bienen und alles. Und die Wespen. Schützt die Wespen, kauft Bier mit Bügelverschluss. Genau. So. Augensucht, Augenflucht, Kipp ein. Ja, gucken wir mal. Das war schon mal gut. Ja, sehr gut. Bin ich jetzt wieder dran, ja? Gut. Glück, Glück, Glück. Er ist trüb. Hm. Trüb, so wie ist drauf steht. Genau. Der Schaum ist schön. Der Schaum ist richtig gut. Kohlensäure hat es auch. Ja, der läuft gut runter. Eigentlich soll er wenigstens ein bisschen haften bleiben. Aber ist gut. Mir reicht's. Naja, ist mir zu trüb auf jeden Fall. Ich finde es schöner, wenn es klarer ist. Klar ist, ja. Aber der Schaum ist top. Ja, dann aber ich trinke eigentlich auch lieber naturtrübe Radler. Also als normales. Tja, dann drei Punkte, ne? Ja, drei Punkte gegeben. Hm. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Ah, shit. Maximal 15 Punkte. Säure frisch. Prost. Hm. Ja. Riecht gut. Wir grüßen die Mopedfahrer. Mann, ist das mild. Findest du? Mhm. Boah. Naja. Überzeugt mich jetzt nicht so. Ich hatte gerade ein Gemüse zwischen den Zähnen. Das liegt wahrscheinlich an dem Veganen hier. Ja, ungefiltert und vegan. Wie schmeckt dir das jetzt? Eine Karotte oder was? Brokkoli. Brokkoli. Wie schmeckt dir das? Das ist so, also der Geschmack, den, da hinten ist er irgendwo. Ja, der kommt so, der geht voll vorbei an. Die Leber, wo, huch, wo, was war das denn?
Ja, also. Mild. Also ich merke jetzt ja keinen Geschmack richtig so, ne? Ich schmecke das ja nicht. Tja. Trink das eigentlich. Boah, Alter, das schmeckt ja nicht. Da kann man überlegen, ob man das überhaupt austrinken möchte, finde ich. Das ist schon ganz schön hart eigentlich. Also das ist ein krasser Kontrast zu dem, was wir davor getrunken haben. Boah. Ne? Vier Punkte. Das. Oder drei. Boah, Alter, schwer. Ah, dann gibt vier. Das Landbier, also jetzt ist Landbier auf jeden Fall richtig geil. Das ist ein starker Kontrast, also wirklich. Special Points. Oh. Naja, die Flasche. Alter. Deutsches Reinheitsgebot. Ostfriesische. Quellwasser, Gersten, Malz, Hopfen, Brauhefe. Das ist, tja, eine leichte Herbe schmeck ich. Uwe. Uwe ist ganz oben mit dabei. Herbe Säure, also Würze, Bittere ist nicht vorhanden. Der Geschmack, der rennt an der Zunge vorbei quasi und ein Endsport an der Leber vorbei. Ich finde das ganz schön, geschmeckt das nicht. Hast du ein paar Fakten? Kannst du noch vertragen? Fakten? Der größte Bierkrug? Na? Der, und, was sagst du? Ja, also der ist bestimmt der größte Bierkrug. So 80 cm. Wie viele Liter passen darin? 10. Oh. Entschuldigung. Tschüss. Der größte jemals hergestellte Bierkrug? Fast 2300 Liter. Wie bitte? Weil wir sollen das trinken, Alter. Wurde in München gefertigt. Der Krug wurde beim Oktoberfest ausgestellt. Alter. Einer geht noch. Bierschaum. Der übrigens schon lange weg ist. Ja. Der Schaum auf Bier, auch Kreuz genannt, ist ein Indikator für die Qualität des Bieres. Ein gut gezapftes Bier hat eine stabile Schaumkrone, die sich langsam auflöst. Naja. Ja. Naja, gut gezapftet. Sitzen wir ja nicht direkt am Zapfhahn. Und, hast du einen geilen Bierwitz? Hey. Das ist nie, ey. Der kleine Mann. Ein kleiner Mann sitzt traurig in der Kneipe, vor sich ein Bier. Kommt ein richtiger Kerl, haut dem Kleinen auf die Schulter und trinkt dessen Bier aus. Der Kleine fängt an zu weinen. Der Große, ach komm, nun hab dich nicht so, du mämmiges Weichei. Flennen wegen einem Bier? Der Kleine, na dann pass mal auf. Heute früh hat mich meine Frau verlassen, Konto abgeräumt, Haus leer, danach habe ich meinen Job verloren, ich wollte nicht mehr leben. Legte ich mich aufs Gleis, Umleitung. Wollte mich aufhängen, Strick gerissen. Wollte mich erschießen, Revolver klemmt. Und nun kaufe ich mir von meinem letzten Geld ein Bier, kippe Gift rein und du säufst das mir weg. Hatten wir schon. Ja. Ah, von dem Portal sind die ganzen Bierwitze, wa? Was haben eine verbrannte Pizza, gefrorenes Bier und eine schwangere Frau gemeinsam? Irgendein Dummer hat das Teil zu spät rausgenommen. Ja, hatten wir auch schon. Das ist bekloppt, Alter. Gut, was ist jetzt hier mit einer Uwe? Ach, das ist das Portal, wo wir die ganzen Witze haben. Ja, klar. Mach das weg. Gibt's ein Uwe?
Ja, das. Also der, für mich gibt es eine Uhr. Ja, für mich auch. Wake-up-Faktor? Ja. Ist für mich auch auf jeden Fall jedem. Wegkippen oder auf jeden Fall wegkippen? Naja, jetzt ist es momentan so, dass es auf jeden Fall wegkippen ist. Aber wir bleiben, wir können auch beim Wegkippen bleiben. Dann bleiben wir bei Wegkippen. Also ich bin hart, die Leber macht noch mit. Nee, aber ist auch nicht meinst du. 11. Oh, 11. 11 ist hart. Das Bleche. 11. 11 ist hart. Hatte. Voll hatte. Blech. Mhm. Blechpokal. Also ich ranziges Zeug darf den Edelnamen Bier nicht tragen. Gehe aber deinen Bedauern und laut kund. Und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Ja, dann wird wohl Zeit für Mönchshof oder sowas, weil. Das war eine bittere Pille, du. Ich kipp das jetzt auch weg. Oder möchtest du austrinken? Nein. Gut, Leute. Was gibt's als nächstes? Der Sümme. Mann, ey, der soll sich verpissen. Der fährt hier jeden Tag lang. Echt, ja? Der hebt mir auf den Sack. Was taugt denn der an der Kreuzung? Ich meine, der gisst es nicht. Ach, Mann, ey. Ja, das ist halt ein Dorfleben, ne? Wir sind hier in einer Kleinstadt, das ist kein Dorf. Dorf bleibt so oder so. So Leute, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Alter. Wir das nächste Produkt testen. Ist wahrscheinlich, wird es wieder ein Bier sein. Und schickt doch einfach keiner was zu. Deswegen müssen wir billige Produkte testen. Das ist halt Bier. Aber jetzt. Aber jetzt. Komm, jetzt hier. Oh. Jetzt sieht es richtig los. Jetzt sieht es richtig ab. Alter. Krass, Alter. Jetzt sieht es richtig ab. Jetzt. Hier. Was hast du da, neues Kind? Ja. Ein Kloster Scheiern. Kloster Goldhell. Kloster Goldhell, endlich mal. Wir sind gespannt. Wenn die Mönche was können, dann ist das Bier braun. Ja, so sieht's aus. Und saufen. Also das spricht mich ja schon an. Ja, also ich trinke schon mal und wir sehen uns. Ne? Da freue ich mich schon drauf. Dann würde ich den Kanal abonnieren, dann seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Ja. Wir freuen uns auch über jeden Like und jeden Kommentar. Nico ist schon wieder traurig, weil sein Glas ist alle. Naja, das Glas ist schon, da muss was, ne? Bis zum nächsten Mal, haut drin. Haut rein, lebt sein. So muss das sein. Einer geht noch rein.